Vor einiger Zeit haben wir folgenden Produktspot für eine sehr kleine Wasserwaage gedreht. Filme machen ist ja grundsätzlich keine billige Angelegenheit. Der Kunde kam mit einem sehr kleinen Budget auf uns zu. Und so wollten wir mal die Gelegenheit nutzen, euch zu zeigen, wie man mit minimalem Aufwand einen hochwertigen Spot für ein sehr kleines Produkt drehen kann. Ein Produkt ohne Menschen im Fokus zu haben, bringt schon mal viele Vorteile mit sich. Du brauchst keine Schauspieler, Models oder Statisten. In einigen Filmen hat man ja dann auch mal MitarbeiterInnen oder GeschäftsführerInnen vor der Kamera. Doch all das kostet natürlich extra Arbeit und dementsprechend auch extra Zeit. Ohne Menschen vor der Kamera gibt es auch niemanden, der sich um Make-up oder Kostüm sorgen muss. Wenn man dann das Produkt auch noch in einen weißen oder schwarzen Raum oder einen anderen neutralen Hintergrund setzt, spart man sich auch noch Ausstattung und Requisite. Greenscreen ist in diesem Fall auch nicht zu empfehlen, weil das bedeutet mehr Aufwand in der Postproduktion. Und das wollen wir ja vermeiden. Nur ein Produkt vor der Kamera zu haben und alles auf einem Tisch im eigenen Studio zu drehen, spart auch noch logistischen Aufwand und somit auch noch die Aufnahmeleitung. All diese genannten Gewerke kommen ja je nach Aufwand dann sogar noch mit einer Assistenz. Die haben Verbrauchsmaterial, Fahrtkosten, Catering und. Und das gesamte Team, was diesen Film hier umgesetzt hat, seht ihr hier im Bild. Das sind Felix und ich, die sich alle Gewerke geteilt haben. Den Spot haben wir hier bei uns im Keimbrand Studio gedreht. Wir hätten unser kleines Tischstudio aber auch völlig problemlos bei uns im privaten Wohnzimmer, im Keller oder eben im Office aufbauen können. Für uns war es wichtig, dass wir den Set auch mal stehen lassen können. Der Kunde hatte keine Eile und deshalb konnten wir die einzelnen Arbeitsschritte an unterschiedlichen Tagen machen und so ist dieser Spot also völlig nebenbei entstanden. Was für gute Bilder immer wichtig ist, ist Licht. Vor allem aber auch, wenn man einen weißen Raum ohne Schatten ausleuchten will. In diesem Fall ist es zwar nur ein sehr kleiner Raum aus weißem Stoff und weißen Kafferpappen, aber auch hier muss von allen Seiten weiches, helles Licht kommen. Früher wäre das alles etwas komplizierter gewesen, weil Licht sehr große Hitze entwickelt hat. Diese Hitze entwickelt die LED-Technik von heute aber nicht mehr. Deshalb müssen auch keine brandfesten Materialien mehr verwendet werden. Von innen haben wir indirektes Licht hier mit den kleinen LED-Panels gesetzt. Und weil wir das Ganze lange stehen lassen wollten, haben wir wieder die günstigen Flächenstudio-Lampen mit 85 Watt CFL-Glühbirne genutzt. Die 100 Watt LED im Hintergrund hätte ich gerne eine Spitze genannt, aber am Ende haben wir einfach viel Licht von allen Seiten gesetzt, um so wenig Schatten wie möglich zu haben. Denn es ging darum, das Gefühl eines schwebenden Objektes zu vermitteln. Hier haben wir also in der Qualität der Lampen gespart, aber nicht in der Menge. Das Lichtgeheimnis dieser kleinen Produktion war viel Licht von allen Seiten. Ein weiterer Faktor, der das Budget eingekürzt hat, war die Kamera. Wir haben die günstigste Kamera für Wechselobjektive genutzt, auf die wir gerade Zugriff hatten. In unserem Fall war das die Sony A6300, die kostet inklusive 16 bis 50 mm Objektiv unter 1000 Euro. Das ist für den Einstieg ein super Deal und war für diesen Spot ausreichend. Ich muss natürlich zugeben, dass wir hier noch das Sigma 50 mm Objektiv und das Sony 30 mm Makro verwendet haben. Hätten wir den Spot für Kino, TV oder sogar nur YouTube produziert, wäre das nicht möglich gewesen. Doch für einen Spot wie diesen, der die Kaufentscheidung bei Amazon und Shopify positiv beeinflussen soll und vor allem kaum Budget hat, ist dieser Spot völlig ausreichend. Und wir konnten das Potenzial dieser Kamera mal voll austesten und wir mussten erstaunlich wenig Abstriche machen. Die erste Idee war es, die charakteristische grüne Farbe der Wasserwaage einzuführen. Da digitale Effekte keine Option waren, haben wir es einfach analog gebaut. Für diese explodierenden Flüssigkeiten gibt es viele Vorbilder auf YouTube. Ist auch eine ziemlich beliebte Kategorie. Wir mussten unsere Farbexplosion allerdings etwas gezielter in einem Reagenzglas stattfinden lassen. Gefilmt hier mit dem 30 mm Makroobjektiv. Die Farbe kommt aus der Patrone eines Textmarkers, weil die Farbe nicht so kräftig sein durfte. Da unsere günstige Kamera keine vernünftige Slow Motion hat, also nur 60 Frames per Second, hatte Felix die großartige Idee, grünen Klebstoff zu nutzen, um die Luftblase träge und langsam an der Kamera vorbeilaufen zu lassen. Das war in der Theorie perfekt. Aber letztlich hat es einige Shots gekostet, bis es sein Ziel erreicht hat, denn hinter der Blase sollte das Logo des Produktes zu sehen sein. Das bedeutete, dass wir für die nicht sehr lichtstarke Kamera Licht auf dem Reagenzglas vorne haben mussten und auf dem Logo aus dem 3D-Drucker im Hintergrund. Das haben wir übrigens auch selbst bemalt. Wenn man nämlich keinen Profi für Ausstattung und Requisite einkalkuliert, muss man letztendlich alles selber machen, ob man das nun besonders gut kann oder nicht. In den nächsten Bildern wollten wir einerseits die kleine Wasserwaage auch mal in Aktion sehen, also die echte Luftblase in Bewegung, aber andererseits wollten wir auch keine Hand im Bild haben.
Die Illusion sollte bleiben, dass das Produkt frei im Raum schwebt. Denn der Zuschauer hat keine Möglichkeit der räumlichen Orientierung. Und eine wackelnde weiße Fläche aus Kappa-Pappe auf einem leicht mit Luft befüllten Einmalhandschuh schafft auf sehr einfache Art und Weise die Illusion einer freischwebenden kleinen Wasserwaage. Tata! Da unser Produkt aber einmal eine magnetische Rückseite und einmal eine nicht magnetische Rückseite hat, wollten wir beide Rückseiten wenigstens einmal im Wechsel zeigen. Die Idee war erstmal einfach, wir wollten das kleine Teil im Kreis rotieren lassen. Im Normalfall hätten wir uns dafür einen Drehteller bestellt, der sich dann elektrisch betreiben lässt. Doch unser sehr kleines Budget für dieses sehr kleine Produkt war schon sehr schnell aufgebraucht. Und da wir das Ganze mit einem Making-of begleiten, hatte ich die Idee, doch mal zu zeigen, wie man unser kleines Kameraskateboard so umfunktionieren kann, dass es ein Drehteller ist. Das würde auch mit dem handelsüblichen Skateboard funktionieren oder einem anderen Radsystem. Man muss eben nur das Rad etwas erhöhen, um über den Rand zu kommen. Wir haben unser kleines Gestell dann auf dem Tischstudioboden fixiert und dann die Drehung mit einem angeklebten Bindfaden händisch gesteuert. Die Fläche mussten wir dann so groß wie möglich machen, damit keine Ränder im Bild zu sehen sind. Geholfen hat dabei, dass der Hintergrund überstrahlen durfte, weil er ja nur weiß sein musste. Bei einem schwarzen Studio würde das auch gehen, weil der Hintergrund dann einfach absaufen könnte. Denselben Effekt haben wir dann auch nochmal für die flache Drehung genutzt und dann auch nochmal für die drei Mini-Wasserwagen auf einmal. Und da unser Licht einmal stand, sind wir mit den Shots relativ gut durchgekommen. Als Tipp für Einsteiger kann ich aber empfehlen, so eine Art Liste zu führen, was ihr drehen wollt. Das kann bei großen Drehs ein komplexes, detailliertes Storyboard sein oder eben wie hier eine kleine handschriftliche Liste. Je genauer ihr eure Shots plant, umso besser ihr vorbereitet seid, umso besser könnt ihr letztlich am Ende abliefern. In diesem Fall hat uns die einfache Liste gereicht, weil wir außer ein paar schönen visuellen Ideen keinen echten Plan hatten, wie der Spot am Ende aussehen würde. Hier trifft der viel zitierte Klassiker zu, der Film entsteht im Schnitt. Und mehr kann man für ein Mini-Budget auch nicht erwarten, finde ich. Die Liste hat uns dann aber auch gezeigt, dass wir noch die bewegten Detailaufnahmen vor uns hatten. Die haben wir dann noch umgesetzt und fertig war der Dreh. Eine weitere Zusatzempfehlung für Leute, die gerade am Anfang stehen, wenn man schon keinen Monitor an die Kamera anschließt, der von dem Regisseur, vielleicht dem Regieassistenten und im Idealfall noch von der Continuity beobachtet wird, sollte man dringend die Kopierer einmal am Rechner gegenchecken. Kopierer sind die Shots, von denen man sich sicher ist, dass die am Ende auch im Spot landen. Es gibt nichts Schlimmeres, als im Schnitt zu sitzen und festzustellen, dass es nicht funktioniert hat. Ich hoffe, wir konnten hier angehenden Filmemachern zeigen, wie man mit wenig Aufwand ein hohes Ergebnis erzielen kann. Und allen anderen und vor allem denen, die Spots beauftragen, wollte ich mal zeigen, dass Low Budget nicht Easy Going bedeutet, sondern einfach nur, dass weniger Leute mehr Jobs auf einmal verantworten müssen. Dieser Spot hätte mit mehr Budget natürlich noch unvergleichlich viel besser ausgesehen. Man würde ja auch nicht erwarten, dass man in einem Smart ein Formel-1-Rennen gewinnt. Aber immerhin kann man auf derselben Strecke mitfahren und kommt auch ins Ziel. Mehr war hier auch nicht angedacht. Falls ihr zu dem einen oder anderen Thema noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Nicht zu vergessen ist, dass wir selbst hier ein paar Schriftgrafiken einfach animiert haben. Und dann kommt noch Musik dazu, die neben dem Schnittrhythmus die Stimmung auch deutlich beeinflusst. Viele unterschätzen immer noch das Sounddesign. Das ist eine ganz eigene Disziplin. Hier aus Stock-Sounds generiert. Alles zusammen ergibt dann hier den finalen Spot.